Einmal am Tag musste hier jemand was Nettes sagen, kann ich das übernehmen. Also, willkommen beim ersten Film-Vlog bei Tageslicht. Die Kellerillusion ist jetzt übrigens vollends vorbei. Nein, das fällt durch ein Dachfenster im Keller rein. Wer baut Dachfenster in der... Du baust Dachfenster in der Keller. Wir haben uns schon letzte Woche... Freitag war das? Donnerstag. Wir haben direkt am Donnerstag geguckt. Genau, am Eröffnungstag. Ja. Haben wir uns Iron Sky angeguckt, den finnischen Science-Fiction-Film mit Nazis vom Mond. Falls ihr davon noch nicht gehört habt, also die letzten zwei Jahre unter einem Stein gelebt hat. Und keinen Fum-Vlog gesehen habt, genau. Ich glaube, wir haben es nie eben erwähnt. Genau. Wir haben auch eigentlich einen Vlog danach gemacht, aber das war absolut nicht zu gebrauchen, weil noch schlechter beleuchtet als normalerweise. Und das Mikro hat irgendwie nicht die Aufnahmequalität gebracht, die wir wollten. Also holen wir alles jetzt eigentlich nochmal nach. Unsere ganze Diskussion inklusive unserem Streit. Ich habe vergessen, wie ich dich beleidigt habe. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber ich bin dir sicher, dir fällt auch wieder eine passende Beleidigung. Natürlich, dir fallen immer passende Beleidigungen ein. Ja, wir müssen jetzt eigentlich Richard ersetzen, weil der war ja dabei, aber jetzt nicht. Nein. Das nein. Ist Richard. Das ist nicht Richard. Nein, hier, das ist Richard. Das. Also, ich folge. Okay, gut. Wir ersetzen ihn durch einen Cthulhu-Plüschtier. Cthulhu. Er hat genauso die Augen von Richard. Ja. Sieh? Auf jeden Fall, wir haben Iron Sky gesehen. Willst du anfangen mit einer Inhaltszusammenfassung oder mit deiner Meinung? Ja, oder? Nein, wir fangen mit dem Inhalt an. Inhalt. Es geht um Mondnazis. Ende. Nein. Also der Film geht davon aus, dass am Ende des Zweiten Weltkriegs ein paar Nazis an einer Basis am Südpol ihre Raumschiffe fertiggestellt haben und zum dunklen Seite des Mondes geflüchtet sind, um dort eine Basis zu errichten. Es ist ihnen mit Erfolg gelungen, dort eine Basis zu errichten. Und im Jahre 2018 haben sie sich entschieden, es wird Zeit. Und dann werden erst ein... Das heißt, nein, erstmal kommen... Trinken wir mal was. Was? Schon gut. Es fängt damit an, dass eine amerikanische Apollo-Mission quasi wieder gestartet wird, um die Präsidentschaftskandidatin zu promoten, mehr oder weniger. Mhm. Diese werden allerdings von den Mondnazis erschossen, beziehungsweise gefangen genommen. Und da die Nazis natürlich sehr misstrauisch sind und direkt von einem Invasionsplan ausgehen, ja, geht es dann eben zur Erde. Erst mit einem Erkundungstrupp und später dann mit einer Invasionsflotte. Ja. Und da endet der Film. Genau. Wir wollen nicht weiter erzählen, aber das Ziel der Präsidentin ist, ihre den ganzen Film über ihre Kandidatur für die zweite Amtsperiode wirklich zu sichern, dann halt nicht. Was gibt es da Besseres als einen Krieg? Genau. Mit Mondnazis. Und schon allein das Hochsenden der Astronauten auf den Mond erneut ist reiner Promoting Act. Vor allem, weil der Astronaut, ich glaube, es ist nicht rein zufällig, dass es ein schwarzer Astronaut ist. Ja, genau, afroamerikanischer Abstammung. Ne? Und politische Korrektheit ist politisches mir Motto. Ja, genau. Ihr politisches Motto ist Black to the Moon. Das ist ein tolles Wortspiel. Ich glaube, ihr Motto war, glaube ich, Yes, I can. Yes, she can. Yes, she can, genau. Yes, she can. Ja. Und Black to the Moon war die Promotion für diese Aktion. Genau. Aber die eigentlichen Stars des Films sind die Mondnazis. Allesamt von Deutschen gespielt. Ja. Deswegen müssen wir den Film auch unbedingt nochmal auf Englisch sehen. Lutz Otto. Denn Udo Kier. Deutsche haben einen unglaublich tollen Akzent, wenn sie Englisch sprechen. Of course! Don't you know anything about science? This is a computer! This is a computer! Ja. Ja, also. Der Film ist auch wieder eines der ersten großen Highlights dieses Jahres. Das können wir eigentlich schon ganz klar also sagen. Also für mich wird er auch schwierig zu toppen, einfach durch... Er ist gar nicht so trashig, wie man angenimmt. Ja, genau. Aber die Story an sich ist natürlich ein unglaublicher Trash-Faktor. Und deswegen hat dieser Film für mich das Jahr bisher gewonnen. Und
Es wird schwierig, dagegen anzukommen, weil andere Filme sind einfach zu ernsthaft dann doch wieder, genau, um das für mich zu toppen. Ich habe das im letzten, in unserem missglückten Vlog, habe ich es nicht ganz richtig formulieren können dann halt, aber also man sieht diesen Film auf jeden Fall seine Handarbeit quasi an. Man sieht allerdings auch, dass der mit einem höheren Budget gedreht wurde als zum Beispiel Asylum-Filme dann halt. Und dass der weit davon entfernt ist, wirklich nur scheiße auszusehen. Man sitzt nicht im Kino und lacht sich über die Effekte kaputt, sondern man lacht sich darüber kaputt, dass die Nazis mit Weltall-Zeppelinen, ihre Raumschiffe sind wie Zeppeline geformt, wirklich. Und schleppen die Geheimwaffe sind die Meteoriten dahinter. Genau, schleppen Asteroiden haben sie im Schlepptau, die sie dann auf die Erde fallen lassen. Ja, ab Nazis jetzt vom Mond. Jede Rakete mit einer Rakete vergolden, beginnt den Meteorblitzkrieg. Ja, genau. Das ist total bescheuert. Was diese Szene im Wesentlichen aussagen, die Nazis vom Mond werfen mit Steinen. Eigentlich. Ja, die Nazis vom Mond sind auch im Jahre 45, 46 stehen geblieben. Also ja. Die komplette Technik von denen ist auf dem Stand. Genau, und damit ist der Film fast schon so eine Art Dieselpunk eigentlich so. Also es ist sowas ähnliches wie Steampunk dann halt, nur dass nicht davon ausgegangen wird, dass die Dampfmaschine weiterentwickelt wobei wurde. Wobei das aber auch sehr, also das ist ja alles voll mit Zahnrädern und so weiter, wenn man sich die Götterdämmerung anguckt. Oh ja, also das ist zum Beispiel ein richtig guter Effekt, dass das riesige Schlachtschiff, die Doomsday-Weapon der Nazis zum Schluss, der Mondnazis, mit dem passenden Namen Götterdämmerung, die wirklich halt einen großen Teil des Mondes verdunkelt dann auch. Also die Erde ist noch nicht in Schussweite, dann machen wir uns einen neuen Horizont und einfach den Mond halb weggeballert. Genau, Bomben, ja. Nochmal einen halben Krater rein und sowas. Und ja, also der Film sieht stellenweise wirklich, wirklich gut aus. Wenn man jetzt so sagt, so, gut, das Büro der Präsidentin, dann so alles so voll mit Bärenfällen und sowas. Und man sieht so, das ist ganz sicher nicht das Oval Office im Jahr 2018. So, ne? Und sowas. Also, ich meine, aber die Präsidentin sieht bestimmt nicht rein zufällig Sarah Palin ähnlich. Nein, überhaupt nicht. Das ist eine ganz bitterböse Parodie. Und wo wir gerade dabei sind, ich bin auch richtig beeindruckt vom Ende eigentlich, weil der Film endet nicht mit einem großen Lacher oder sowas, sondern eigentlich auf einer eher nachdenklichen Note. Der endet ziemlich nachdenklich, ja. Ja, also das ist, also das muss man ihm auch hoch anrechnen wirklich, also dass er nicht so auf trashig Wobei natürlich die Umsetzung von diesem Ende ist nicht unbedingt ganz ernst zu nehmen, also es ist unglaublich albern quasi, wie diese Situation zustande kommt, aber was es aussagt ist, ja. Ja, also das ist nicht unbedingt jetzt ein großer Twist oder sowas halt, aber es ist ein, man erwartet wirklich nicht, dass der Film wirklich die Eier, sag ich jetzt mal, hat, auf einer etwas, traurigen Note zu enden. Das erwartet man von einem Film nicht, der mit Weltraum, wo das einzige Prämisse in der Vorschau war, dass es Weltraum-Nazis sind. Genau, ja. Also, Hut ab dafür. Ganz im Ernst jetzt. Also. Ja. Ich will den Film nicht spoilern, weil ich will, dass die Leute diesen Film sehen. Deswegen ist es schwierig, da was zu sagen. Also allein dadurch, dass es wirklich das Herzprojekt eines eher unbekannten Regisseurs ist, der kein großes Studio im Hintergrund hat und sowas, der wirklich so viel selbst gemacht hat dafür, der über das Crowdfunding, also über die Spenden von Fans diesen Film finanziert hat, wirklich. Allein dafür sollte man ihn eigentlich dafür belohnen, quasi, dass er dieses riesige Wagnis auf sich genommen hat und einen Film über Weltall-Nazis ins Kino bringt und tatsächlich ins Kino. Also lange Zeit war es ja nicht klar, ob der hier in Deutschland ins Kino kommt. Das fand ich sowieso beeindruckend. Aber er ist im Cinemax gelaufen und wir waren um 23 Uhr drin. 23 Uhr ist ja eigentlich eher ein bisschen tote Hose. Das Kino war gerappelt voll bei uns. Vor allen Dingen, der Film lief am Anfang nur im Cinemax. Das war die einzige Kette quasi, die in Deutschland, oder zumindest in der näheren Umgebung, lief der eigentlich nur in Cinemax-Kinos. Ja. Dann habe ich 2 Tage später geguckt. Inzwischen läuft er in allen Kinos hier in Bremen. Also der Film... Und das wird wahrscheinlich auch in anderen Städten so sein. Also guckt ihn euch an, einfach um einen Lacher zu haben und einfach um Respekt zu haben vor einem finnischen Regisseur, der einen Science-Fiction-Film macht. Und wir wissen alle, wie schwierig es ist, in europäischen Ländern einen Science-Fiction-Film auf die Beine zu stellen. Also wirklich, weil die europäischen Länder immer so diesen Arthouse-Touch immer noch an sich haben. Und der Film wirkt nicht europäisch. Nein, also nicht wie dieses klassische europäische Kino eben wirkt. Das
Obwohl, ich glaube mal, ein Amerikaner hätte das noch ein bisschen... Ja, der hätte es sehr überdreht. Ich meine, aber dieses Budget, ich glaube, der Film hatte nur ein Budget von 7 Millionen Dollar. Und das merkt man dem Film nicht an, wie günstig er war. Ja. Was man aber merkt, ist, dass die ganzen Darsteller, sie nehmen den Film auch nicht unbedingt ernst, aber sie haben Spaß bei der Sache. Udo Kier ist klasse, aber wird total verschenkt leider. Also er hat vielleicht 4-5 Szenen. Also ich glaube, die kann man an einer Hand abzählen. Aber es ist mehr so ein Cameo-Auftritt eigentlich, nur dass er ja mit seinem Namen wird geworben. Ich meine, mit seinem Namen kann man auch werben. Ja, sein Name hat mich zu Far Cry bewegt. Boll und Kier. Obwohl Kier ernst zu nehmen ist. Also der Mann ist ein großartiger Schauspieler dann halt auch. Und deshalb hätte ich gerne mehr von ihm gesehen. Und ich hätte ihn gerne richtig schön über Acten gesehen. Eigentlich die größte Szene, wo er overacted ist, was auch im Trailer schon war, dann halt, und fegen diese Untermenschen von der Landkarte. Ich fand auch sehr cool, muss ich sagen, wo, eigentlich heißt es ja Heil Quarzfleisch, das ist der neue Gruß, weil Udo Kier heißt Quarzfleisch mit Nachnamen, ist der Mondführer. Ja, genau, Mondführer. Und der Gruß ist dementsprechend Heil Quarzfleisch, nur dass der Nachrichtenübermittlungs-Obersturmführer Adler grüßt immer noch mit Heil Hitler. Ja. Was Kors vielleicht immer sehr aus der Fassung bringt. Er hat einen gewaltigen Hustenanfall gekriegt, wie er beinahe in Ohnmacht gefallen, als er das gehört hat. Das fand ich auch sehr geil. Ja, genau. Also Udo Kier ist eine Wucht. Aber auch die anderen Darsteller haben also wirklich sichtlich Spaß. Also auch der Protagonist, also Washington. sein Name James Washington. Das ist auch so irgendwie. Warum nicht gleich Dirk Action oder sowas? Der hat auch Spaß dran. Ja. Also das sieht man ihm auch an. Also der ist auch ein bisschen so am Overacten dann halt so, nicht so ganz extrem dann halt so, aber... Wobei, als dann der Albinisierer ins Spiel kommt, dann teilweise schon. Genau. Er will von den Nazis, die Nazis denken, man könnte ihn umholen, man könnte ihn zu einem Nazi machen, indem man seine Haut bleicht. Das ist so eine Flasche mit Albinisierer. Das ist echt lustig, also. Da merkt man wieder den Trash-Faktor. Das ist so typische Trash, das ist eigentlich ein riesiges Plothole, aber es wird einfach gelöst, indem man Albinisierer draufschreibt. Genau. Ja, aber wirklich, der Film, der spielt damit, dass er Trash macht eigentlich. So, es ist nicht so, dass er sich einzig und allein drauf verlässt, einen Gag nach dem anderen reinzu. Was ich ganz beeindruckend fand zum Schluss, es findet ja dieser Krieg gegen die Mondnazis statt, sowas, viel kann man sagen. Und in der zerstörten Mondbasis der Nazis ist die weibliche Protagonistin, die zu Anfang noch überzeugter Nazi war dann halt, die ist mittlerweile bekehrt, mehr oder weniger. Und die hat früher immer Unterricht gegeben vor Kindern dann halt, um sie halt volkstreu zu erziehen. Und sie hat... zum Schluss sitzen alle in ihrer Klasse da und haben sie sich alle hingeflüchtet irgendwie da. Wohl eine letzten intakten Räume da war es gewesen, nachdem der mit Atombomben angegriffen wurde. Gehen auf und rufen Heil Hitler dann da und sie sagt, nein, nie wieder. Das ist so ein richtig passendes Statement so, und ab dem Punkt wusste ich auch absolut halt, also ich habe es nie eigentlich groß angezweifelt, aber ab dem Punkt war es eigentlich sicher, dass dieser Film nicht... sympathisiert, sag ich jetzt mal, seinem Subject Matter, sag ich jetzt mal. Und auch das Design zum Beispiel der UFO-Piloten dann halt, der Nazi-UFO-Piloten, die haben so extrem blöd aussehende Helme und sowas alles. Also meine Befürchtung war zu Anfang einfach, dass er trotz dieser, obwohl er eine Parodie ist, auch vielleicht zu sehr irgendwie Bewunderung quasi für diesen Militärstil und sowas. Das ist ja oft die Gefahr, wenn man halt sich über Nazis lustig macht, dass man es auf der einen Seite gleich auch wieder dadurch würdigt, auch in einer Art und Weise und sowas. Aber das ist einfach nicht so in diesem Film. Ich meine, das hat der Film eigentlich ja selbst nochmal parodiert, indem die PR-Agentin von der Präsidentin trifft die Spione, die in ihrer SS-Uniform auf die Erde gekommen sind. Und dann macht sie einen Termin mit der Präsidentin aus, dass sie die treffen können. Und dann tragen die sowas von auf dieser SS-Uniform basierende modische Klamotten, die einfach völlig überstilisiert sind. Ja, ja.
und sie setzt die Nazis als Redenscheiber für ihren Wahlkampf ein. Ja. Das ist die perfekte politische Parodie eigentlich. Also, das ist so geil. Also, ja, also ja. Es sind tolle Szenen wirklich drin. Also, es ist jetzt auch überraschend, finde ich, dass nach einer Woche also noch einige wirklich so gut drin sind dann einfach, also so memorable sind. Das habe ich nicht oft bei Filmen. Ja, ich auch nicht. Also kannst du dich jetzt noch an eine Szene aus Safe House erinnern? Ich meine, das ist ein bisschen länger her, aber... Die Schießerei im Safe House, ich fand das Layout von den Gebäuden ein bisschen beeindruckend. Und der Walk-By. Und der Walk-By, ja. Geil, jetzt auch. Aber... Nö. Ich habe nur noch Bilder im Kopf, aber keine... Wobei, doch. Hm? Und zwar in dem Slum-Viertel da, ja. Ich weiß nicht mehr, wie die Townships heißen die da in Südafrika, ja. Wo die Familie von dem einen Typen weggeht und er dann da... Genau. Aber gut, zurück zum Subject Matter. Ja, wobei eigentlich sind wir mit dem Film, ich will da nicht viel mehr zu verraten. Ja, ich auch nicht. Also es gibt eine Szene, die ich unglaublich klasse finde. Sie involviert eine bekannte russische Raumstation. Die ich einfach super finde. Also, allgemein, dass die Sache mit den Raumstationen ist sehr genial. Mhm. Aber das solltet ihr alle selber sehen, lieber. Also seht euch unbedingt diesen Film an. Also, ich denke auch. Tja. Ich würde ihn auch wegen der Musik empfehlen, oder sieht er anders? Ja, weil sehe ich auch. Leibach sieht ja sehr kritisch. Ja. Leibach, also. Das ist nämlich genau das auch, was du meintest, dass die dass sich da so sehr mit identifizieren. Aber das ist. Die selbst nennen das Überidentifikation. Ja, ich weiß, aber zum Beispiel, ich bin dadurch durch meine Black-Metal-Phase auch ein bisschen vorgeschädigt einfach, weil du da wirklich aufpassen musst dann halt, ja. Wer welche Musik wirklich macht und sowas und wer was von sich gibt. Ich kann das nachvollziehen, ich war auch lange kritisch, aber an sich, ich finde die Musik von denen gut und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie es nicht ernst nehmen. Ja, gut. Vor allen Dingen, weil sie auch andere Sachen, also wenn man andere Alben von denen hört, dann... Ja. Wir wollen hier nicht über Leibach. Ich sag da auch nicht so viel zu. Also es ist. Zum Film passt die Musik auf jeden Fall. Ja, keine Frage, keine Frage. Weil, zum Film passt sie absolut. Die ganze Marschmusik dabei, ja, also, das ist so blöd. Viel von Wagner, Walkürenritt und so mit eingebaut. Ja, aber das richtig schön umgesetzt. Ja. Also schön verfremdet, aber noch immer erkennbar halt. Also das ist, war ich auch sehr beeindruckt von. Ja. Weltall Zeppeline, also ist so geil, also hier spricht das Siegfried Flockenflaggschiff Tannhäuser. Ja. Bereits zum Start der Walküre. Die Walküren sind übrigens Reichsflugscheiben. Ja. Sie hat eine Art Waffe und schießt mit einem ollen zweiten Weltkriegs-MG. Ja. Geil auch eine der Szenen, wo eine da in New York ist das, glaube ich, da wo sie angreifen dann. Da steht, in den Himmel zeigt, die Kamera auf ihn zufährt und er, Weltraum-Nazis! Das ist so eine typische Szene einfach, die... Ich meine, das ist im Trailer, das kam im Englischen besser rüber. Sehr Nazis, vom Space. Ja. Das auch einfach. Nazis, from the moon. So völlig fassungslos, ne? Das ist einfach toll. They are brilliant. Wunderbar, genau. Was kriegen wir noch für einen Trailer zusammen? Genau, von den Trailern. Wir haben 6 verdammte Trailer gesehen. Ja, ich weiß noch, Abraham Lincoln, Vampirjäger. Ja. Der Film hat auch einen unglaublichen Trash-Faktor. Der könnte echt awesome werden. Aber ich weiß nicht so recht. Also ja, ich habe Wanted gesehen, der ist ja dem Regisseur von Wanted und... weiß ich nicht. Ich mal sehen. Ich glaube mal, das ist ein Film, den man guckt und den Abend Spaß hat und gut ist dann halt. Ich habe mich richtig aufgeregt, immer noch über Lockout. Ich habe da auch auf meinem Facebook-Account erstmal geschrieben und halt das Lockout dreht sich um eine Gefangenenstation im Weltall, die halt, wo die Kriminellen die Hand übernehmen, aber die Tochter des Präsidenten ist auf dieser Raumstation und ein Krimineller wird halt nun, oder Ex-Krimineller, keine Ahnung, so ein bisschen Söldner-Typus dann auch so, wird jetzt reingesandt, um die Präsidentin-Tochter rauszuholen dann halt so. Ich habe so die ganze Zeit gedacht so, tja, die Klapperschlange von John Carpenter in Space. Wobei ich sagen muss, ich fand den Trailer nicht unbedingt schlecht. Ich weiß, dass die Idee ist absolut... Auch nicht. Aber ich fand vor allen Dingen auch den Hauptcharakter sympathisch, der mit seinen One-Linern. Weiß nicht. Ja gut, vielleicht, aber irgendwie...
Vielleicht ist das im ganzen Film auch ein bisschen anders, aber muss man sehen. Es ist sehr ähnlich halt irgendwie. Das muss ich ehrlich sagen, das ärgert mich schon ein bisschen eigentlich. Also mal gucken. Also ich glaube, ich werde ihn nicht für ein Kino gucken. So interessant halt ich auch nicht. Denke ich auch nicht. Ja. Was war da noch? Haben wir Battleship gesehen? Nein, den Trailer haben wir nicht gesehen. Aber den haben wir oft genug gesehen. Ja. Ich weiß, dass wir dann noch viele Teenie-Filme gesehen haben. Oh nein, ey. Einmal Projekt X, glaube ich. Oder so ähnlich. Ja. Dann LOL. Ein Film über, also Projekt X ist, glaube ich, ja LOL. Und Projekt X ist, glaube ich, ein Film über eine... Über eine Party, die außer Kontrolle gerät, wo dann die ganze Nachbarschaft in Flammen steht. Genau, Kriegsgebiet oder sowas. Wird daraus dann irgendwie. Kann amüsant sein vielleicht, aber das werde ich mir nicht im Kino antun. Weiß ich auch nicht. Also. Dann und war da eben LOL. Ja, LOL. Mädchenfilm. Mit Miley Cyrus. Mhm. Keine Ahnung. Nein. Nein. Teenie-Mädchen haben nichts anderes als Sex, Freundinnen und Shoppen im Kopf. Im Wesentlichen. Stimmt, darum ging es auch, ja. Also, noch? Viele peinliche Witze über Sex. Wir hätten mal drüber lachen können dann irgendwie, aber... nee. Ja, wir haben noch zwei weitere Trailer, die wir nicht im Kopf haben, ne? Ja, da war noch ein... Diesmal war nicht Zorn der Titanen dabei. Der Diktator. Oh, yeah. Ja. Auf den freue ich mich. Ja, auf jeden Fall. Vor allem Ben Kingsley haben sie dafür bekommen. Vor allem Ben Kingsley. Das, gut, nicht unbedingt jetzt so ein Qualitätsmerkmal, weil der auch immer mal Bäume spielt, aber ich meine, er hat auch mit Polanski gedreht. Also der Film, der scheint sehr unterhaltsam zu sein. Ja, absolut. Also am geilsten ist die Szene im Trailer, finde ich, wo beim 100 Meter ja, halt quasi wo er selbst den Startschuss gibt, aber vorher schon losrennt. Ja, genau. Und dann, er hat einen kompletten Revolver dabei, einfach wahllos die anderen Gegner erschießt, dann irgendein Kameramann an der Seite erschießt und dann, als er merkt, dass er nicht mehr kann, die Ziellinie dich daran holen lässt. Genau. So geil. Ah, ich freue mich auf den Film. Ja. Ach. Und einen Film haben wir noch, einen Trailer haben wir noch gesehen, aber ich glaube, den kriege ich nicht mehr aus dem Kopf. Das weiß ich auch nicht mehr. Diktator möchte ich sehen, auf jeden Fall. Tja. Also, es war ein lohnenswerter Abend, wirklich. Also, insgesamt so gesehen. So. Also, Iron Sky können wir voll empfehlen, einfach. Also, wer mal andere Science-Fiction sehen will, als die amerikanische. Und bevor die Blockbuster-Saison endgültig mit Battleship bald losgeht. Obwohl, eigentlich hat sie schon mit Zorn der Titanen auch so ein bisschen angefangen. So. Ja. Aber den gucken wir nicht. Nein. Nee. Aus Prinzip. Mhm. Vielleicht auf DVD. Gucken wir lieber noch zweites Mal Iron Sky. Machen noch ein Vlog. Über die englische Version. Wir haben einen völlig neuen Film gesehen. Ich denke mal, ja, der war gar nicht so gut diesmal. Also nee, auf Englisch, das mag ich nicht. Ich denke, das nächste Vlog wird dann über Battleship sein. Ist wahrscheinlich, ja. Ja. Battleship und die Avengers. Im Double Feature. Wollen wir nicht ein Midnight Screening für Avengers machen? Oh, das wäre eigentlich voll cool, ja. Aber Kinos hier zeigen gar keine Filme um Mitternacht. Nein, aber so um 11 oder sowas rein und dann halt. Ja, müssen wir mal gucken, ob wir genügend Leute dafür zusammenkriegen. Also meine Schwester hat schon mehr oder weniger zugesagt, zum Beispiel. Also, und die hat bestimmt auch eine lustige Meinung dazu dann. Das ist Richard gar nicht zu Wort gekommen. Ja, genau. Richard, hast du noch was zu sagen? Füg dich! Ja, ich denke, das war ein passendes Zitat. Ja. Er mochte den Film aber auch. Ja, wirklich. Also er fand besonders, dass es eine sehr schöne Satire auf die amerikanische Außenpolitik war. Und das erfinde ich jetzt nicht, das hat er tatsächlich gesagt. Also und das, der Gedanke kam auch wirklich aus seinem Kopf, nicht aus unserem hier. Aus unserem Kopf. Zusammengewachsen. Töte uns. Ja. 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 Damit sagen wir Tschüss, ich roll mich noch mal in Embryonalhaltung zusammen. Auch nicht. Wir werden sehen. Bis denn. Tschüss. Motherfucking tschüss. Space Nazis. Woo. Bring mich aus der Kamera raus.